So, sind zurück. Und genau, ich habe den Katzen auch gleich ausgegeben, weil es ist in den letzten 3 Tagen unerhört heiß gewesen in Wien. Was ich auch noch herzeige jetzt ist, während wir einen Dungeon suchen, also es gibt hier in wie jeder Expansion gibt es, kann man spezifische Dungeons sich aussuchen. Also normal und heroisch. Normal sind die, die man machen sollte, wenn man levelt. Heroisch sind die, die man machen sollte, wenn man Max Level ist, um die ersten guten blauen Gegenstände zu bekommen mit halbwegs okay Bonus-Stats. Dann gibt es einen zufälligen Dungeon, wo wir einfach einen zufälligen heroischen, einen zufälligen normalen Dungeon machen. Das ist auch während Leveln ganz interessant, das werden wir in Schlacht am Azeroth auch machen. Das ist für die Story nicht so super toll, weil wir die Dungeons, die wir, also weil wir die Zonen, die wir machen, weil von denen die Dungeons etwas zu früh machen. Das heißt, wir sehen die Dungeons, bevor wir eigentlich mit der Zone fertig sind. Nicht so, wie wir es beim Leveln mit unserem Krieger machen. Aber es bringt leider relativ viel Geldbelohnung, die man, also nicht viel, aber etwas, die man brauchen kann. Und vor allem bekommt man dort bessere Gegenstände, als man beim Leveln bekommt. Und das heißt, man kann schneller leveln und man ist schneller auf Level 120 und kann den ganzen Content halbwegs schneller absolvieren. Dann gibt es auf Max Level gibt es dann zufällige heroische Dungeons. Da gibt es noch höhere Geldbelohnungen und dann immer auch noch eine Belohnung mit Essenzen oder im neuen Addon wird das, glaube ich, sein, dieser Kriegs. Nicht Nachschub, also es heißt auf Englisch War Supplies, ich weiß noch nicht genau, wie es auf Deutsch heißen. Also Kriegs, Kriegszeug, das man braucht, um Krieg zu führen. Nachschub. Keine Ahnung. Auf jeden Fall bekommt man die dann, wenn man einen zufälligen heroischen Dungeon abschließt. Es geht allerdings, beide Sachen gehen nur einmal pro Tag. Man kann auch mehrere zufällige Dungeons pro Tag abschließen, aber dann bekommt man diese Bonus-Belohnungen nicht mehr. Also. Und in Legion bekommen wir noch erweckte Essenz, mit denen können wir nicht mehr allzu viel anfangen. Wir können uns legendäre Gegenstände kaufen dafür, also für 1000 von denen, was wir nicht mehr rechnen werden, weil ich nicht mehr so viel mit dem Charakter herumspielen werde, bis das Expansion Pack rauskommt. Und dann gibt es noch den Schlachtzug-Browser, wo wir Schlachtzugsgruppen fliegen können. Das werden wir auch jetzt mal probieren. Wir können auch simultan im Dungeon Browser und im Schlachtzugsbrowser gleichzeitig quasi Gruppen suchen, weil in Schlachtzugspause dauert es meistens länger und wenn wir dann eine Dungeon-Gruppe finden, wenn die Dungeon-Gruppe fertig sind, dann kann es sein, dass wir gleich für eine Schlachtzugsgruppe eine Einladung bekommen und dann gleich hintereinander zwei Dungeons machen können, einen normalen und einen Raid-Dungeon, was einiges bringt von Zeiteffizienz her. Das heißt, was wir eigentlich machen wollen, ist hier zuerst mal, machen wir gleich den Sitz des Pantheons und wir melden uns an als Heiler. Und als jemand, der die Instanz kennt, zeigt an, dass ihr ein fahrender Spiel seid und die Gruppe Strategien für Bossbegegnungen erklären könnt. Ich habe die alle Dungeons, also alle Raid Dungeons auf heroisch abgeschlossen, das heißt, ich weiß ungefähr, wie die Bosse funktionieren. Die meisten anderen Spieler wissen es auch und im Schlachtzugsbowser ist es nicht so wirklich schwierig. Die Dungeons sind sehr, sehr einfach, muss man sagen. Also, speziell, wenn man gut genug Ausrüstung hat, was jetzt relativ einfach zu bekommen ist. Das heißt, wir suchen für, da sehen wir auch die ganzen Dungeons, die es gab. Zuerst das Mark Grüne Albtraum, die Prüfung der Tapferkeit, die Nachtfestung, das Grabmal des Sargeras und Antorus, der brennende Turm. Das waren 1, 2, 3, 4, 5, also 4 große Raid-Instanzen und eine ganz kleine. Das war sehr viel im Vergleich zum vorherigen Expansion Pack, wo es, glaube ich, 2 Raid-Instanzen gab. Insgesamt 2 Raid-Instanzen plus eine kleine, das heißt, wir sagen maximal 2,5. Und da gab es 5,5, das ist mehr als doppelt so viel. Es war sehr dicht und dicht gesteckt und wir haben relativ wenig Pausen gemacht zwischen den Raids und ich hoffe, dass das in Schlacht im Anzug so weitergehen wird. Und gleich mal die letzte. Das werden die letzten paar Bosse von der letzten Raid-Instanz. Und dann machen wir noch einen zufälligen heroischen. Da werden wir relativ schnell wen finden. Ja. Sollte nicht allzu schwierig sein. Das können wir auch schon weglegen. Das passt auch. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn wir aus dem Dungeon rauskommen, gleich eine Einladung für einen Raid Dungeon haben werden. Wo ist da diese Blume? Ah, hier ist die Blume. Ah, da müssen wir die Ätherprobe dann auch abgeben. Okay.
Der eine Damage-Dealer nimmt leider nicht an, das heißt, wir in kürzester, also an das vordere Ende der Gruppe, also der Warteschlange gereiht. Jetzt nochmal eine Einladung. Ah, das ist das Auge von Ashara. Das passt sehr thematisch zur neuen Expansion. Reports indicate that there is a colossal crab dwelling within the shipwreck shoals. Supposedly, its claws are stronger than steel. We could fashion them into mighty weapons. So, nicht stecken bleiben hier. Intruders. They will not get far. So, und wir versuchen hier zu heilen, indem wir Sachen am Boden legen, so einen Heilkreis, unsere direkten Heilzauber auf Verbündete wirken und fast alle unsere Heilzauber als Druide haben eine Wirkungsdauer, das heißt, sie entfalten ihre Wirkung über eine gewisse Zeit, sind sogenannte Heal over Time Spells, also heilen über die Zeit. Und die Zeit wird mir hier angezeigt für die meisten dieser Zauber, nicht für alle. Aber das heißt nicht, dass ich komplett wehrlos bin. Ich kann auch trotzdem Schadenszauber wirken noch. Was ich machen werde hier, damit der Bosskampf etwas schneller geht. Und das bringt mehr als besser zu heilen, weil die meisten Gegner sind hier nicht stark genug, dass wir viel heilen müssen. Genau. Und wir sehen unsere Gruppenmitglieder hier. Amiri ist wahrscheinlich unser Tank. Ja. Das heißt, sie versucht den ganzen Schaden auf sich zu lenken. Ich bin Heiler. Und die anderen drei, das sind zwei, wissen Sie, Hexer und ein Mönch. Ja, das Mönch, ja. Ja, das Mönch. Die machen Schaden. Wichtig auch, dass wir hier jetzt unser Wasserreittier beschwören. Dann können wir nämlich immer übers Wasser hier laufen, anstatt schwimmen zu müssen. Sehr vorteilhaft. Deswegen haben wir mir das Wasserreittier besorgt für die nächste Expansion. Weil es dort natürlich auch viel Wasser geben wird. Und am Anfang können wir dort natürlich noch nicht fliegen. Das heißt, keine Chance, dem Wasser zu entkommen am Anfang. Das vorher war übrigens schon der erste Gegner, das ist der zweite Bossgegner. Also der erste Bossgegner. Das ist schon der zweite Bossgegner. Und da gibt es immer so Effekte, die man ausweichen muss. Beziehungsweise nicht ausweichen muss, je nachdem. Ich habe ein Addon installiert, wo das mir relativ gut ansagt, wenn ich irgendwo. Wenn ich irgendwo etwas machen muss. Das heißt, die meisten Effekte sind relativ leicht vorherzusagen. Und die Kämpfe dauern nicht lang genug, dass es irgendwie zu Schwierigkeiten kommen sollte. Dieser Cooldown, den wir hier oben haben, ist eine der lustigen Mechaniken von dem Boss. Die verzaubert uns nämlich mit einem Zauber, der bewirkt, dass wir nach 5 Sekunden oder nach 6 Sekunden einen Windstoß von uns geben, in die Richtung, in die wir schauen. Und nicht nur unterbricht sie alle Verbündeten, die durch den Windstoß quasi weggestoßen werden, sondern es kann auch sein, dass sie dann ins Wasser gestoßen werden oder auf eine Düne gestoßen werden, was in verschiedenen Phasen des Kampfes sehr schlecht werden kann. Das heißt, normalerweise sollte man schauen, wenn dieser Effekt ausläuft, sollte man nicht in Richtung Gruppe schauen, sondern einfach eigentlich wegschauen und dann den Windstoß quasi in eine harmlose Richtung ablenken. Das ist bei vielen Spielern am Anfang des Expansion Packs nicht angekommen. Ich habe mich übrigens auch in einen Bären verwandelt, irgendwie hier. Da halte ich dann mehr aus. Das ist für einen Heiler ganz interessant, weil das heißt, dass wir deutlich mehr aushalten als die meisten anderen Heiler. Das ist schon der dritte Bossgegner. Serpentrix.
Und die ist leider nicht alleine, sondern nach kurzer Zeit wird sie quasi in diesem Loch, aus dem sie gekommen ist, verschwinden. Beware. Ja, mit untertauchen. Und dann kommen zwei andere Freunde von ihr. So, die Arkane und die flammende Hydra. Beware. Und wir heilen zwischendurch immer wieder und lassen unsere. Wir haben drei. Eigentlich. Nein, wir haben drei gute Schadenszauber. Und von drei guten Schadenszaubern verwenden. Also die verwenden wir alle. Und zwei verwenden wir hauptsächlich. Das ist das Mondfeuer und das Sonnenfeuer. Die bewirken beide. Die lassen sich sofort zaubern. Das heißt, man muss nicht irgendwie dafür stehen bleiben, um sie zu zaubern. Also sie lassen sich instant sofort wirken. Und sind deswegen sehr gut zu verwenden, wenn man irgendwie sich bewegen muss. Und sind auch, so wie unsere Heilzauber, Schaden über Zeitzauber. Das heißt, sie entfalten ihre Wirkung nicht sofort, sondern, wie man das in World of Warcraft so nennt, sie ticken eine Zeit lang. Und bei jedem Tick machen sie Schaden und dann laufen sie irgendwann aus und dann machen sie keinen Schaden mehr. Zusätzlich in den Instanzen gibt es auch immer so Sachen zu erledigen. Und zwar Gegner zu besiegen, beziehungsweise in manchen Instanzen muss man auch gewisse andere Sachen erledigen. Und das in dem Fall ist es nur bestimmte Bossgegner erledigen. Für uns fehlt noch der König Klafterbart und Asharas Zorn. Ups, das war jetzt das Falsche. Ich bin noch nicht ganz gewohnt, dass ich wieder Heiler spiele. Ich habe jetzt eine Zeit lang versucht, mich einzustimmen auf das neue Expansion Pack, dass ich hauptsächlich Moonskin-Eule spielt. Hat auch ganz gut gewirkt. Meine Finger greifen schon immer dorthin, wo sie eigentlich nicht hingreifen sollen als Heiler, sondern dorthin, wo sie hingreifen sollen als... Hey, was ist da los? Wartet auf mich? Boah, das war knapp. Oh, die sind hinter uns. Okay. Also unsere zwei Hexer waren etwas zu langsam unterwegs. Und sind jetzt nicht mehr können nicht mehr in den Kampf mit reingreifen. Ganz abgesehen davon, dass sie gestorben sind. Das heißt, wir müssen mit dem Schaden etwas aushelfen hier, weil sonst wird es ewig dauern. Das heißt, wir müssen uns verstecken, damit die Krebs, die hier beschworen wurden. Ups. Beware. Obey my command. Beware. Before the rising tide. Das ist aber gleich. Das haben wir gleich. Ja, sehr gut. Jetzt überlege ich mir, ob ich die unsere tollen Hexerhelden hier aufheben soll. Könnten sie beim letzten Kampf durchaus brauchen, aber wenn sie sich so ungeschickt anstellen. Ah, sie sind beide aufgestanden. Das Gute an dieser Instanz ist, dass der Endboss wieder in der Mitte der Instanz liegt. Das heißt, sie haben es vom Anbeginn nicht allzu weit zur Mitte zu kommen, wo wir auch dann hin müssen im Prinzip. Normalerweise ist es bei den meisten Instanzen ist es etwas mühsam, da nachzulaufen dann. Muss man etwas warten dann, als das Gruppe, die nicht gestorben ist. Können wir entzaubern, oder auch nicht. Dann können wir es nicht entzaubern. Ups.
Vielleicht haben sie das geändert. Ich kann mich erinnern, dass ich das letztes Mal zaubern musste. Das ist natürlich sehr unangenehm jetzt für mich. Weil ich noch einige Sekunden lang Frosch bin. Und so lange nicht heilen kann. Also man sieht, wenn man nicht genau aufpasst auf die Mechaniken hier, kann es durchaus auch sein, dass man hier schon mal das Zeitliche segnet. In dem Fall ist es nicht allzu tragisch. Ups. Das ist Asharas Zorn. Startet mit 20% seiner Lebensenergie. Ist auch gut so, weil er hält relativ viel aus. Wir versuchen da einfach Schaden zu machen. Sehr gut. Das war der letzte. Und dann haben wir zwei epische Gegenstände bekommen. Das ist ein... ein Relikt. Für die Sichel von Ende. Das können wir uns vielleicht anschauen, ob wir das brauchen können. Der Ring ist viel zu schwach für uns. Und das ist das Reiter, das wir eigentlich wahrscheinlich haben. Gibt es da noch irgendwas zu holen? Ah, da gibt es diesen Bonus-Boss natürlich. Ja, den hier. Hab ich ganz vergessen. Es gibt in manchen Dungeons auch, also es gibt manche Worldquests auch, die... Was? Nein. Die spezielle Worldquests haben, manchmal. Also es kommt auf die Woche und den Tag an. Und... Das, was wir gerade sehen, ist ein Boss, der nur dann hier in der Instanz zu finden ist, wenn der World Quest quasi aktiv ist. Das heißt, da beginnt dann bekommen wir Bonus. Wait, they were just normal crab claws, but larger? Okay. That's unfortunate. Bekommen wir Bonus Gegenstände. Und jetzt gehen wir raus. Normalerweise sollte ich mich auf Eule, also auf meine Schadensskillung wieder um, oder Spezialisierung wieder umskillen. Jedenfalls ist das nicht so wirklich wichtig. Wir sind jetzt immer noch im Schlachtzugsbrowser. Oh, der dauert doch etwas länger. Dann werden wir kurz Gleichgewicht wieder aktivieren. Und was ich eigentlich herzeigen wollte, ist... spezielle World Quests, und zwar Mana-Säbler reiten. Das ist einer von diesen World Quests, die ich schon erwähnt habe, wo es nicht darum geht, Gegner zu töten, sondern wo es darum geht, irgendwie lustige Aufgaben zu erledigen. In dem Fall ist es... Oh, ist das einer. In dem Fall ist es, man muss sich auf so eine Katze setzen und dann lustige Mana-Fontänen quasi abgrasen. Und die Spielmechanik dieser Katze ist so, dass sie, wenn sie geradeaus läuft, immer schneller wird. Allerdings, wenn man Kurven läuft, wird sie immer langsamer. Das heißt, man versucht hier so wenig Kurven wie möglich zu machen, und wenn man Kurven macht, die Kurven so weit wie möglich zu gehen. Man sieht das auch hier, wo ist es? Da oben. An der Beschleunigung. Das ist zum Beispiel sehr schlecht. Das hat mir jetzt viel gekostet hier. Das erhöht die Geschwindigkeit um den Wert, der hier in der Grafik angezeigt wird. Und das Ganze spielt darum, dass wir unseren Balken hier vollbekommen müssen, und dazu müssen wir X-Nummern von diesen Mana-Fontänen einsammeln. Und das ist der ganze Worldquest hier. Das heißt, wir suchen hier nach der Reihe diese Mana-Fontänen ab, die auch auf der Karte natürlich angezeigt sind, aber meistens ist es so, dass man sowieso einem Weg folgt und dass sie am Weg sind. Also die meisten schlängeln sich so an Wegen entlang. Und es gibt auch in manchen Zonen sind diese Quests einfacher, in manchen sind sie schwerer. Je nachdem, wie verwinkelt die Zone ist. Ganz klar. Bin gespannt, ob wir hier noch einen Schlachtzug bekommen heute. Wir werden auf jeden Fall einige Worldquests machen. Speziell auch für die Kirin Tor. Also diese lustigen Worldquests hier. Weil das bringt vor allem das, dass wir
unsere Reputation für bestimmte Fraktionen noch erhöhen können. Wir haben es auch bald geschafft, glaube ich. Ja, das war jetzt vielleicht die falsche Schleife hier. Das ist übrigens eine untote Winzerei hier. Da wird Wein gemacht, allerdings von gestern. Was ich sehr toll fand zu questen hier, da musste man nämlich auch die verfolgten Trauben irgendwie entfernen und so weiter. Das war super lustig. Wein ist überhaupt ein Thema gewesen in Legion, weil die Dunkelelfen haben irgendwie ein Faible für Wein gehabt und auch in der Zentralzone in Suramar gab es dann sehr viele Quests, die sich mit Wein beschäftigt haben, wo man dann auch in einem Quest in einen Weinbottich treten musste. Ich glaube, wir sind fertig hier, um Wein zu erzeugen. Und dann gab es noch einen, wo man Wein quasi punchen musste. War auch sehr lustig. Ah, den will ich auch noch herzeigen. Das ist ein Quest, der ist jetzt sehr, sehr einfach. Früher war er gar nicht mal so einfach. Wobei, er war nur mühsam. Ich zeige ihn so her, wie man ihn früher machen musste. Und zwar, das ist auch ein Kirin-Tor-Quest. Auch wieder so quasi rätselartig. Und bei dem geht es darum, dass man eine bestimmte Stelle erreichen muss und einen Gegenstand holen muss. Da gab es immer einen Startpunkt hier mit so einer Blase und in dieser Blase kann man fliegen. Und diese Blasen bewegen sich nach einem speziellen Muster. Das heißt, wir sehen es gleich, hier unten steht eine, die wird dann nach oben führen. Dann kann ich einfach nach oben schwimmen quasi in der Blase. Und wenn wir den Blasen folgen, dann kommen wir irgendwann zu diesem Endpunkt, wo der Gegenstand ist, den wir eigentlich haben wollen. Und zwar ist der in dem Fall da oben irgendwo. Aber jetzt ist das eigentlich kein Thema mehr, wenn man ein Flugreittier hat und auch Fliegen erlernt hat in Legion. Dann kann man einfach zum Gegenstand rauffliegen, ihn einsammeln und hat den Quest abgeschlossen. Aber das ist viel zu langweilig für uns. Wir wollen da das auf Oldschool machen. So, jetzt kommt eine neue Blase, die bewegt sich jetzt von unten aus gesehen nach links. Sollten immer aufpassen, dass wir nicht aus der Blase rausschwimmen, unabsichtlich. Und dann fallen wir runter und können von vorne anfangen. So, und da oben sehe ich schon einen Gegenstand hier. Ich kann mich noch ganz genau an den ersten Quest dieser Art erinnern, den ich gemacht habe. Da war ein Sturmheim. Da musste man mit den Blasen noch eine große Statue rauf. Hier fallen wir zwar runter, aber fängt diese Blase gleich wieder auf. Und in Sturmheim, auf dieser großen Statue, die hat so einen Arm ausgestreckt und hält in diesem ausgestreckten Arm eine Axt. Und diese Axt hat ganz an der Spitze oben eben diesen Gegenstand. Das heißt, man musste quasi an der Statue entlang, an der Seite, mit diesen Blasen hinauf und dann oben direkt auf die Axt springen, die Axt nach vorne laufen und dann das Gegenstand einsammeln. Das habe ich damals extrem interessant gefunden, weil da gab es noch kein Fliegen in Legion. Das heißt, man konnte sich das Ganze noch nicht von überall ansehen, sondern nur vom Boden aus. Und diese Blasen haben mir eigentlich dazu geholfen, die Welt etwas in der Größe zu zeigen. So, was gibt es hier noch? Kirin Tor haben wir zwei abgeschlossen, das ist da unten Spiel. Ah, Fässerweise. Ja, das ist dieses Braufässer-Spiel, von dem ich schon erzählt habe. Das ist auch ein Kirin Tor-Quest, wo wir eben diese Fässer, wo diese Fässer gemischt werden und wir das richtige Fass erraten müssen oder verfolgen müssen. Ich habe mir da schon eine Hilfestellung zurechtgelegt, damals auch schon, wie der Quest noch schwerer war. Hier habe ich übrigens begonnen zu leveln in Legion vor 2 Jahren fast. Schon so lange her. So, hier gibt es den Weltquest. Der spielt schon mehr. Oh, okay. Und wir müssen hier drauf. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Icon sein soll. Sieht für mich aus wie eine Axt oder so. Auf jeden Fall beginnen wir hier eine Runde. Hey, was ist das hier? Ich verstehe nicht, wo die anderen Fässer herkommen. Normalerweise sollten hier nur 3 sein. Und die bewegen sich mit mir mit, aus irgendeinem Grund, den ich nicht verstehe. Und jedes Mal, wenn wir
kommen die her. Hallo. Das ist total witzig. Sehe ich zum ersten Mal hier. Ist auch kein Debuff hier. Keine Ahnung, wo das herkommt. Egal. Ich verfolge am besten mit der Mauszeiger das Fass, damit ich mich nicht irre. Und ich glaube, viermal wird immer gewürfelt, beziehungsweise durchmischt. Und dann war es das auch schon. Genau. Also das müsste sein. Nein, der müsste sein. In dem Fall waren es fünfmal sogar. Und letzte Runde. Abgeschlossen. Da stehen ein Haufen Fässer rum, jetzt sind sie weg. Und zufälligerweise, nicht zufällig, ich habe es natürlich gesehen, zufälligerweise sind die Kirin-Tor eine der Fraktionen, die momentan für die Weltquests Bonus-Belohnungen anbieten. Das heißt, wir haben jetzt drei Kirin-Tor Weltquests abgeschlossen. Die bekommen deswegen beim Kirin-Tor Meister in Dalaran eine Bonus-Belohnungskiste. Und das ist auch ein guter Weg, um seinen Charakter vorzutreiben, weil da immer Sachen drin sind, die man brauchen kann. Also entweder ist es Reputation für bestimmte Fraktionen, so wie im Fall der Kirin Tor, oder es ist Reputation mit der jeweiligen Fraktion, bei der man die Quests abgeschlossen hat, was einen dazu bringt, dass man dann dort bessere Gegenstände kaufen kann in Zukunft. Und zusätzlich war in den Kisten eine erhöhte Chance drin, dass man seine ersten paar Legendary Items oder legendären Items finden konnte. Was auch ganz gut war, also. Ich hätte jetzt wirklich gerne einen Schlachtzug. Aber offenbar will niemand mehr Schlachtzüge machen. Schade. Ich hätte es gerne auch hergezeigt. Aber ich bin mit. Was ist heute für ein Tag? Heute ist heute ist sowieso Reset. Also heute müssten eigentlich mehr spielen. Der Schlachtzugsbrowser resettet nämlich nur einmal die Woche, nicht einmal pro Tag. Das heißt, alle Teilinstanzen, die man hier sieht, wo jede Teilinstanz zwischen 2 und 3 Bossgegnern hat, 1 und 3 eigentlich, alle die resetten einmal pro Woche. Das heißt, diese Belohnung bekommt man für jede dieser Teilinstanzen einmal pro Woche. Das heißt, man kann maximal hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 16 Mal diese Belohnung abholen pro Woche. Und dann muss man quasi die Woche warten, um das wieder zurückgesetzt zu bekommen. Greetings. So, das ist der Kriegsmagier Silver und der Chef der Belohnungen für den Kirin Tor hier. Wir bekommen eine Truhe der Kirin Tor, da ist Zeug drin, das wir wie gesagt brauchen können. Und dann können wir uns noch aussuchen als spezielles Bonus-Gegenstand, einen Gegenstand, der uns bei einer bestimmten Fraktion Reputation gibt. Das heißt, wir schauen kurz mal nach, wie unsere Reputationen aussehen. Ich bin mit allen, außer mit dem Argus-Vorschuss und mit der Armee des Lichts, auf ehrfürchtig. Und das heißt, wir werden die Armee des Lichts nehmen oder Argus-Vorschuss, ich weiß es nicht. Eins von den beiden, damit wir da vielleicht auch auf ehrfürchtig kommen. Das heißt, wir werden das auslösen. Dann ist es hier etwas weiter raufgegangen. Es geht nicht dramatisch weiter rauf, weil von respektvoll auf ehrfürchtig ist es ein weiter Weg eigentlich. Dann haben wir noch eine besudelte Speerspitze bekommen, die brauchen wir nicht. Achso, das ist das Artefakt, das ich nachschauen will. Und zwar. Was ist nicht? Ist es nicht? Ah, das kann man nur in die. Hier steht geeignet für die Ursuchsklauen und Fängen von Aschermann. Das heißt, das kann man nicht in die Sichel von den Luna einbauen. Schade. Okay. Wieso wird das nicht angezeigt? Ah ja, hier. Also wir haben jetzt bekommen einen würdelosen Hofumhang. Da ist er. Ah, Sitz des Pantheons. Der ist nicht so toll, den werden wir gleich verkaufen dann. Dann haben wir bekommen Ordensressourcen und Effektessenzen. Ordensressourcen sind das, was uns ermöglicht. Oh, ich muss auf Wiederherstellung klicken. Ups. Ordensressourcen sind in Legion das, was uns ermöglicht. Das gleiche, was wir als Kriegsressourcen in Schlacht im Azeroth sehen werden. Das ermöglicht uns, unsere Basis quasi zu erweitern, unsere Gefolgsleute auf Missionen zu schicken und so weiter und so fort. Und das hilft uns dann bei unserem eigentlichen Ziel in Raids stärker zu werden, sagen wir mal so.
Ganz klar. Die Gruppe hat sich jetzt relativ schnell gebildet. Entweder die Anzeige, es dürfte falsch sein, weil da steht nur 1 von 5, ich als Einziger in der Warteschlange. Ah, okay. Es fehlt nur mal ein Tank. Das ist cool. Es dürfte ein Anzeigerfehler gewesen sein. Es dürften sich offenbar eh mehr Leute angemeldet haben. So, während sich das noch bildet, wir suchen nur mal einen Tank, das sollte nicht allzu lang dauern, geben wir noch unsere Blume ab, die wir gefunden haben.